Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute nochmal auf Landkreis Lanau in der neuen Version 3. Da sind wir letztes Mal schon den ein oder anderen neuen Bereich abgefahren, so ein bisschen im Westen der Karte. Heute schauen wir, dass wir so ein bisschen den Norden unsicher machen. Auch wieder, so ziemlich eigentlich ausschließlich neue Bereiche, die wir heute sehen werden. Und das Ganze auf der 542, die ist mit der 541 so ein bisschen verknüpft. Die haben teilweise gemeinsamen Linienweg, die werden auch einen gemeinsamen Umlauf gefahren. Also die haben da schon durchaus irgendwie so ihren Anteil mit, genau nach Rauschborn. Und so unter der Woche ist einer der, ich sag mal, ein bisschen normaleren Kurse. So, danach wird es immer so ein bisschen wilder. Am Wochenende gibt es so einen Rundkurs und ach, dann hat man immer so ein bisschen Abkürzung und Verlängerung und hier und da. Hier fahren wir jetzt mal die Standardroute. Fahrzeug hier, der Citaro Facelift Ü. Ich weiß, du bist deutlich schon mal Citaro nochmal gefahren, aber dafür gibt es einen Repaint. Die OLGs, glaube ich, nicht betreibe, aber das wird schon irgendwie passen. RMV ist ja auch irgendwo in der Nähe, zumindest so fiktiv technisch, ne? Und ich fand halt den Überlandbus hier eine ganz schnieke Angelegenheit. Weil da haben wir hier nämlich, ne, da drin da die Überlandsitze und so. Man kennt's. Der erhöhte Sitz hier, ne? Ja, so muss das sein. Okay, wir schauen aber mal, dass wir hier irgendwie schon lange nicht mehr mit der älteren Version vom Facelift gefahren, ne? Das ist was anderes. So, dann haben wir die 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Linie 542, ich glaube es war die 2. Sag nicht, wir haben jetzt schon wieder Hofdateien, achso. Ja, wie lange muss man eigentlich Omsi spielen, um zu verstehen, dass man hinten das Suffix 00 eingibt? Gut, seit es ein paar neue Busse gibt, die das nicht mehr irgendwie müssen, ist das irgendwie, ja. Geschildert wird halt auch nicht mehr. Das ist gut. Dann fahren wir halt. Das ist immerhin intern geschildert. Wenn da nichts dran steht, ist halt auch vollkommen fein for me. Die Fahrgäste werden schon wissen, wo wir hinfahren, oder? Ja, gut. Okay, ne? Heute mal so ein bisschen kaputt. Fantastisch. 10 von 10 Let's Play mal wieder. Ihr seht schon, ihr seid hier auf jeden Fall sehr gut beraten, wenn ihr hier eure Videos schaut. Würde ich auch nirgendwo anders hin an eurer Stelle, wenn ich ehrlich bin. So. Natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nichts umsemmeln. AKA Wegbrötchen. So. Eieiei, und hier muss ich jetzt. Ja. Ist aber jetzt. Ja gut, wenn ich weniger von Bordstein mitnehmen möchte. Auch weniger von dem Auto. Irgendwie ist der Bus ganz schön stark, merke ich gerade. Ah, wenn ich sag beschleunigen. Okay, aber ihr wollt schon mal mit. Das gefällt mir. Jetzt hat er schon mal ein zweiter geschaltet. Das gefällt mir nicht, aber naja. So, einmal rein mit euch. Hallo. Auf jeden Fall. Schönen guten Tag. Hallo. Zwei Minütchen Tag. Haben wir auch Hallo. Noch. Guten Tag. Hallo. Ah, sogar zurückgeschaltet. Wunderbar. Zwei Minütchen. Da können wir uns ein bisschen umschauen. So. Achso. Ja, umschauen, ne? Ticketverkauf, Einzelfahrschein 2,80 und Nummer 20. Danke. Bitteschön, gute Fahrt. Ich wollte hier ein bisschen rumschauen. Also A, natürlich der Bus hier nochmal. ULG Repaint, da hier nicht viel anderes fährt, steigen die Leute natürlich auch ganz selbstverständlich ein. Hier haben wir den Bahnhof. Genau da. Anderen Züge manchmal. Also man kommt, wenn man von der anderen Linie ankommt, hier so ein bisschen durch diese Einbahnstraße, da durchs Wohngebiet und wir fahren das ja quasi aber direkt raus. Hier ist dieser Abstellplatz, wo wir losgefahren sind. Also Pfeile brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir noch Haltestellenschild. Aha. Ein Anruf-Sammeltaxi. Was ist ein schöner Haltestellenschild, also sehr detailliert. Ah, die Meißner Straße. Okay, aber wir haben ein paar Fahrpläne. Dass sie so viel abfährt, halte ich für ein Gerücht, muss ich sagen, weil wahrscheinlich ist ja nicht so viel Verkehr, aber ja, der wird schon passen. So. Schon mal zu hier die Hütte. Ja, da haben wir noch knapp eine Minute, da können wir nochmal in den Fahrgastraum gucken.
Hinsetzen könntet ihr euch ja auch. Hier ist eine hintere Tür. Okay. Ja, funktioniert. So, nur die ganze Technik testen hier, ne? Nicht, dass da noch ein bisschen mehr kaputt geht. So, ich hätte gesagt, wir können nachgegangen. Ist drin. 0-0. Ach, noch ein paar Sekündchen. Achso, ja. Warte mal. So. Jetzt aber. Ist ja abartig, wie der loszieht. Okay. Ist aber, glaube ich, auf der Map gar nicht mal so schlecht, weil wir werden ein paar Kurven haben, wo das vielleicht ein bisschen relevant wird. So, hier passt das schon mal. Ach, ja, ja. Ich bin natürlich keine Sekunde zu früh abgefahren. Das ist, ja. Ups, ist wohl passiert. Nächste Haltestelle. Der Bockenhof, okay. Wer auch immer mal dafür Pocken bekommt, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. So, und wie ihr seht, genau, wir sind auf der B64. Das ist irgendwie so eine Bundesstraße, die sich durch die mehr oder weniger gesamte Map schlängelt. Also so auf der, ich glaube, das markiert, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es halt mit mir gelesen, das markiert so die Westseite der Karte, die Ostseite der Karte, sorry. Das sieht man auch auf dem Netzplan der V2, also alles, was dann quasi ein bisschen in den Süden runter geht, ist auch jetzt bis an der Straße und der werden wir jetzt heute auch so ein bisschen grob folgen, habe ich gesehen. Ansonsten der Unterschied zu 541 ist, dass wir hier ein bisschen mehr Schlenkers fahren und ein paar mehr von den kleinen Ortschaften irgendwie mitnehmen, was sich jetzt für mich, muss ich sagen, ein klein wenig attraktiver angehört hat, als jetzt einfach so quer durch die, also einmal zack, straight up und durch. Mit der 541 kommt man dann vor allem noch mal ein bisschen mehr in Bestandsbereiche. Hier sind wir jetzt dann doch sehr fixiert auf die neuen Bereiche. Wir werden mal ganz kurz noch die Bereiche, die man vielleicht schon kennt, tangieren. Aber wirklich nur ganz kurz, so von einmal ganz fix durch. Und dann war es das auch schon. Mehr ist das auch nicht. So, ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, wie dann das Café ist. Aber da, wo wir dann irgendwie am Bahnhof sind. So, kommen wir mal rein hier. Hi. So, irgendwie bin ich mit dem... brauchst du nicht ganz wagen geworden. Bitte, alle sind scheinbar durchgetreten, aber irgendwie... Der reagiert doch sehr fix. Aber wie gesagt, wir sehen das jetzt erstmal eher als positiven Anreiz. So, ist da was oder muss ich... Ne, okay. Achtung, paar Kühe, ne? Ich habe jetzt hier mal... Genau, wir finden uns im Herbst. Ich habe jetzt so ein bisschen die Saison durchgegangen. Können wir mal schauen. Also für nächstes Mal habe ich auch noch ein bisschen was überlegt. Da haben wir auch nochmal neue Bereiche, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Also da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen was geben hier im Laufe der nächsten Tage. Vielleicht mal schauen, wie ich dazu komme. Aber jetzt, ne, hatte ich mal so Lust, dass ich das ein bisschen auszahlt, nachdem ich ja letzte Folge dann durchaus ein bisschen gebraucht habe, um die Planung zu machen, wo es denn überall neue Bereiche gibt. Habe ich das jetzt einmal gefunden und dann kann man das auch mal so ein bisschen hier ausschlachten, wenn man sich da einmal ein bisschen hintergeklemmt hat. Finde ich schon in Ordnung. So, und hier finden wir Hinweise auf die B64. So, Kreuzung hat er gesagt. Danach Leipziger Straße. So, vorsichtig hier durch. Also das hier alles hier, ne? Neue Ortschaften und so. So, und geradeaus würde jetzt die B64 gehen. Ich glaube, aber Leipziger Straße habe ich ja vorne gerade schon erblickt. Das wäre woanders lang. So, und ich lasse mich mal einsteigen hier. Einen schönen guten Tag. Ja, wie weit, da brauchen wir da gar nicht, ne? Das ist ja alles... Ach, guck mal. Dann fahrt's mal bitte los, Dongshi. So, da vorne wieder 100 andere Haltestellen, wo wir hin können. Also da verzweigt sich auch wieder ganz schön.
irgendwelche anderen Umläufe, Kurse, Varianten von den Routen. Nächste Haltestelle. Leipziger Straße. Ich habe das Gefühl, das Pedal halb durchgetreten und er macht hier den Kickdown. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das kriegen wir hoffentlich hin. So, Leipziger Straße, sagt er. Da vorne, geradeaus. Wittenberger Straße. Okay, oh, die kreuzt sich aber ja 10 von 10 assig aus. Also haben wir da auch rauskommt mit dem Bus zu Feierabend. So, da ist ein Sportplatz. Okay. Mal gucken, wo wir hier sind. So, bitte einmal Dankeschön. Ja, das ist ein Schulzentrum. Okay, gut. Dann wollen wir da mal hin. Eins. Oh. Da fragt er mich jetzt Sachen. Drei. Ich bin von Hausen. In Hausen waren wir noch nicht. Ja, sorry, ich muss lesen, was da steht. Was ist denn mit dir hier los? Wie viele Fragen haben wir denn? Könnt ihr mal bitte so ein bisschen vom Bussteig weggehen? Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Ja, meine Güte. Könnte aber auch echt keinen Platz lassen da. Nee, gut, aber Hauptsache wir stehen mit dem Bob, ist doch irgendwie drin. So, alle mal einsteigen. Hallo. Da wird aber voll die Hütte. Hab schon gedacht, irgendwie, ja, keine Ahnung, Solobus wird schon reichen. So, nochmal. 2,80 draus. 20 und 2. Gute Fahrt. Hallo. Hallo. Hört mal zu. Hallo. Hallo. Hallöle, guten Tag. So. Oh, Literin, kann auch kein Eis essen, steht da drauf. Das ist ganz wichtig, auch keine Pommes. So. Das ist der nächste Halt. Achso, kannst du mal umschalten. Dankeschön, Hausen. Okay, jetzt fahren wir nach Hausen. Alles andere im Kreisverkehr. Wettenhause, gerade ist über den Kreisel. Soll ich das jetzt wörtlich nehmen? Ich könnte einfach. Ja, mit dem Bus vielleicht ein bisschen schwierig, aber. Einfach geradeaus rüber. So, warum blinkst denn du? Nicht blinken, wenn es jetzt da raus müssen. Doch, das geht so fein nicht hier. So, dann wollen wir aber nach Hausen. Was ist jetzt dein Problem? Hallo? Gaspedal? Vielen Dank. Ja, sorry, da war doch 30er-Zone. Hm, da muss man natürlich 20 oder weniger fahren. Das ist von einer unfassbaren Wichtigkeit, dass man den Bus, der hinter einem fährt, dass man den irgendwie in seinem Fahrplan beeinträchtigt. Wird eh wieder passieren, weil ich bin, glaube ich, den Lanau-Fahrplan nicht gewachsen. Das ist einfach echt nicht meine Liga. Ja, also da keine Verspätung zu haben, ist irgendwie, ja. Gut, jetzt scheint das hier noch ganz gut zu gehen. Vielleicht haben wir der Bus so ziemlich beschleunigt, aber ich lass mich jetzt auch wieder nicht stressen. Wie gestern auch nicht. Also, Folge kam. Nee, Quatsch, was? Quatsch, gestern. Die Folge von vor wenigen Tagen. Wer die noch nicht gesehen hat, die kann ich natürlich in der Endcard verlinken. Naja, ich werde bestimmt dran denken. Ganz sicher werde ich da dran denken. Ja, vielleicht wirklich. Mal gucken, wie der Post-Production Josh irgendwie wieder drauf ist, ob der das irgendwie auf dem Schirm hat oder nicht. Ob er da dann die letzte Folge verlinkt oder ob er die etwaig nächste Folge verlinkt, das weiß ich gar nicht. Also oder einfach gar nichts. Das kann natürlich auch sein, wenn wir der Endcard einfach vergessen. Auch nicht schlecht. Der gute alte Abspann. Weil ich eh nicht weiß, ob das jetzt irgendwie so ein Thema ist. Also ich finde das irgendwie ganz schön, so einen Endscreen und sowas zu haben. Also das macht das irgendwie. Ich mache halt einen sauberen Eindruck einfach, aber ich muss irgendwie sagen, so wirklich, wirklich benutzen tut das da dann auch keiner, oder? Also, als ob man, ich habe das noch nie angeschaut, ob das jetzt irgendwie in den Analytics irgendwas bringt, ob da jemand draufklickt, weil ich da irgendwie, mich das eh nicht wirklich interessiert, aber, hallo. Keine Ahnung, drückt da jemand, also klickt da jemand drauf oder ist das einfach nur irgendwie da? Ich weiß es nicht, aber im Zweifel trotzdem weitermachen. Für irgendwie einen, der das irgendwann mal vielleicht nutzt. Ich meine, manchmal erzähle ich ja wirklich Dinge und referenziere dann irgendeine andere Folge und da ist es dann vielleicht wirklich sinnvoll, das irgendwie zu verlinken, aber jetzt
Ist das hier einfach nur so random die letzte Folge? So, da ist frei, das ist gut. Nächste Haltestelle. Boah. Wiesenfeld, neuer Weg. Da habe ich schon mal gesagt, dass mir die Ansagen für meinen Geschmack so bisschen sehr laut sind. Hörst deine Videos sind mir auch viel zu laut, vor allem deine Stimme. Ich will lieber den Bus hören. Ja, anderes Thema, aber ich... Boah, puh. Also da fliegen dir verglichen mit anderen schon ganz schön die Ohren weg. Naja, ich würde die irgendwie leiser stellen, wenn man das ingame könnte, aber um sie ist halt irgendwie nicht so... nicht ganz so fähig drin. Wobei, das müsste doch theoretisch... Also wahrscheinlich auch ein Feature, was noch nie jemand eingebaut hat. Aber Haltestellen, Ansagen lauter und leiser machen. Ich meine, man kann in OMSI ja schon... man könnte natürlich so ein bisschen tricksen, dass dann die Ansagen irgendwie theoretisch außerhalb vom... Boah, ich weiß es nicht. Also mit dem Fenster auf und zu kann man ja schon auch den Außen- und Innensound irgendwie so ein bisschen beeinflussen. Aber das... Ob das jetzt auch bei sowas funktioniert, weil das eben jetzt mit dem Knopf, ob man das während der Wiedergabe irgendwie Variablen ändern kann, na, ist eine gute Frage. Weiß ich tatsächlich, dafür kenne ich mich mit den OMSI-Skripts gar nicht aus, deswegen kann ich absolut nicht sagen, ob das irgendwie funktioniert, aber es wäre irgendwie eine coole, interessante Idee. So, nachdem es jetzt ja irgendwie in den letzten Jahren immer mehr von diesen, ich sag mal, ein bisschen... funktionsumfangreicheren Fahrscheindruckern gegeben hatten. Also wir hatten früher halt einfach das IBIS und das war's. Und die Fahrscheindrucker hier können natürlich... Okay, trag dein Auto einfach um die Kurve. Hätte ich ein paar mehr Fahrscheindrucker, die ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Und ja, mit denen kann man dann natürlich schon ein bisschen mehr machen. So, da vorne ist rechts vor links. Das werde ich beachten und damit sich keiner irgendwie beeinflusst fühlt, mache ich jetzt mal den Warnblinker rein. So, parkst du oder fährst du? Ich halte mal so, dass ich hier direkt neilugen kann. So. Einmal raus mit euch. Tschüssi. Oh, das ist wieder frei. So, was ist denn der nächste halt? Wir fahren jetzt nach Wiesen. Ah, genau. Wiesenfeld. Alter. Ach, ne, Abzweigbahnhof. Genau, ja, da, das ist, glaube ich, der Teil, wo man. Hier kann man auch irgendwann. Ist das schon dieses. Ist das schon Wiesenfeld dann? Ja, das müsste hier sein, dass wir mal ganz kurz den Bestandsbereich einmal willkommen heißen und dann geht es auch relativ fix wieder in die neuen Bereiche über. So, Abzweig Bahnhof. Da fahren wir jetzt nicht an den Bahnhof ran, sondern wir halten da irgendwie. Wie sind wir, alter Bahnhof? Auf Wartezeit achten. Okay, ich werde mal... Und Tatsache, wir müssen... mir hin, ein bisschen Zeit haben wir hier. So, dann machen wir mal ran. Können wir mal einsteigen. Wir schauen uns das Ganze mal an. 2 Minuten sogar. Auch nicht schlecht. So, können wir mal den Motor ausmachen. Guten Tag. Ein Fahrschein, jemand? Dann kann ich nämlich... Nee, okay, da kann ich nämlich mal raus hier. Okay, viel Spaß euch beim Laufen. Also Bahnhof ist halt da. Ah ja, okay, I see. Ich sag mal, da jetzt rechts abbiegen ist halt eher nicht so das Ding. Wobei, wenn wir hier eh 1-2 Minuten stehen, kann man da nicht irgendwie irgendwo anders irgendwie wenden oder so? Ne, das sieht irgendwie... Irgendwie, ich glaube, das ist die Bredouille hier, die kann man nicht wirklich lösen. Also man könnte diesen Baum da irgendwie wegmachen und relativ viel asphaltieren, dann würde man da schon rumkommen, ne? Das ist ja gar nicht das Ding. Hier so ein bisschen Grünstreifen weg und dann passt das. Aber ja, möchte man halt nicht mehr. Ein bisschen grüner halten, dafür müssen die Leute zum Bahnhof vielleicht ein bisschen laufen. Und vor allem, sie müssen über die Straße laufen. Wobei, ne, die können ja hier auf der rechten Seite lang. Okay, ja, so weit ist das jetzt echt nicht. Also, wenn man es weiß, ist es okay. Jetzt aus Fahrgastperspektive. So. Ne, Kollege Bus hier. Er ist schon irgendwie seltsam, weil wir natürlich gar keine. Mit den Fonts, aber ich habe auch nichts gelöscht oder so. Also, das ist ja irgendwie. Wir sind den Bus ja auch schon mal gefahren, so ist es ja nicht. So, wir haben noch knapp 1 Minute.
Wo gibt's denn danach hin? Danach müssen wir nach Hatzau-Rauen. Und dann sind wir auch schon Rauschborn, aber da sind auch noch irgendwie 10 Minuten. Das heißt, das ist schon nochmal ein bisschen Fahrzeit. Bei 0,0 können wir schon mal hier den Motor an. Das möchtest du mit? Nee, du läufst auf irgendeinem komischen, seltsamen Pfad. Ich sehe schon. Dass der mir nicht vom guten Pfad hier abkommt, das kann ja nicht sein. So, Abfahrt. Oh, schön der Sonne entgegen hier. Hübsch, hübsch. So, ja, Tatsache. Da geht's dann hier irgendwie zum Bahnhof und wir machen das halt nicht mit, weil ja, da kommst du halt ja drum. Südele, was hat wer gesagt? Ich guck mal. Ja. Boah, das sieht aber... auch ganz wilde Kreuzung. Warte mal, ist da jemand? Jetzt will ich nämlich mal... Die muss ich auch schon so anfahren, sonst hast du doch gar keine Chance. So, ist da jemand? Den habe ich gar nicht gesehen. Toter Winkel, da wäre frei. So, genau dafür ist es... Ui, das habe ich nicht gesehen, sorry. Genau, dafür ist es eigentlich nicht schlecht, dass der Bus eine gute Beschleunigung hat. So, hier fährt man so ein bisschen, genau, da wird man schon ein bisschen in Richtung geschubst. Aber die Kreuzung war, ja, wild, pikant. So, sagt der Fahrplan. Ja gut, jetzt haben wir natürlich gerade die Verfrühung abgewartet. Jetzt ist das in Ordnung. Das heißt aber, da ist wirklich eigentlich so ein, ich vermute mal, Umsteigerpunkt dann zur Bahn oder so. Andere Buslinien, ja, vermutlich eher nett. Weil da hast du auch nicht so viel Platz zum Umsteigen, aber... Hätte natürlich zur 5,41 eine Umsteigemöglichkeit theoretisch. Soll ich auf der W64? So, 38, ja, da bremsen wir uns schön ein. Haltebucht. Nach links. Allerdings nicht die erste hier, sondern. Ah, ich sehe es. Das wird wieder assi. Ab hier muss ich jetzt eigentlich durchfahren, weil da kannst du nicht mehr warten. Hast ja keine Chance. So. Rum hier und an die Haltestelle. Erstaunlich, wie viele Leute hier den Bus nutzen. So, einen schönen guten Tag. Nächstes Mal gerne ein bisschen weiter weg vom Bordstein. Ja. Dankeschön, hallo. Hier haben wir aber viele raus. So, was hatten wir als nächstes? Irgendwas mit Rauen, ne? Ja, Rauen, Tatsache. Nachdem ja, was war das letztes Mal? Wie hieß das? Ich hab's wieder vergessen. Irgendwas mit Lehm essen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, es lief daraus hinaus, dass man irgendwie Lehm konsumiert in irgendeiner Form. Lehmesser? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendeine ganz wilde Aussage. Ist das hübsch hier. Hübsch. Sieht das so rückblickend aus. Ja, da fährt man hier den Berg runter. Ja, Tatsache. Oh, okay. Ei, hey, ist der Bus voll. Ja, nächstes Mal Gelenkbus. Ich sehe das schon. So, Fahrplan ist im Lot. Gut, nachdem ich mir letztes Mal so ein bisschen über die Fahrzeiten beschwert habe, ist er hier irgendwie, kommt man da ganz gut hin. Also scheinbar scheint er auch so ein paar Anschlüsse, um klappen zu müssen. Das heißt, das ist vielleicht der Fahrplan nicht ganz so wild, aber... Sonst hat man doch immer ein paar Minuten hier auf der Uhr. Ja, so ist das wohl. Da kann man nächstes Mal vielleicht wirklich irgendeinen Kurs machen, wo man vielleicht im Schnee fahren oder so. Das fände ich ganz cool. Mir schwebt da schon ein bisschen was vor. Ich habe da schon so einen kleinen... Einen kleinen Plan habe ich da gemacht in meinem Kopf. Ja, mal gucken, ob und wann und wie der aufgeht. Das ist dann mal so ein bisschen von diversen Faktoren abhängig, die dann dazu führen, dass... Keine Ahnung, zum Beispiel sie führen, aber es ist von ein paar Sachen abhängig. So, das ist ein... Nur Rauen. Okay. Ja, da fühle ich mich zumindest angesprochen.
This boss. Jetzt haben wir hier den großen. So. Ja, die Kreuzung ist okay. Ist ja knuffelig. Ich mag solche Stichfahrt. Das sieht mir doch Stichfahrt aus hier, muss ich sagen. So, Rauen. Evangelischer Kindergarten. Auch wenn das die einzige Haltestelle in dem Dorf ist, kann man die natürlich nicht Rauen nennen, sondern es ist wichtig, dass die noch einen Beinamen hat. Ja, guck mal. Wenden und in Haltebucht. Ja, gut. Aber hübsch hier. So, hier rum. Ja, da vorne mit dem Zaun, aber das passt ja easy. Evangelischer Kiga, so. Der Kiga, der Kinderkanal. So, schönen guten Tag. Einmal eingestiegen. Hallo. Hallo. So, Manni, du willst nicht mitnehmen, du willst aussteigen. Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, dass das hier sonst irgendwie, ne, ein Problem wird, aber ja, kannst ja keine Leute stehen lassen. Das ist ja irgendwie. Die ist ganz schnell morgen. Nächste Haltestelle. Rosshof. So, wer. Matzgrund, das ist auch rechts auf dem Schild hier. Es wird schon passen. Ja, hat's auch. Kommen wir hier. Detail. Okay, das ist gemein. Ich fühle mich davon irgendwie jetzt. So, da ist wirklich frei, ne? Ja, dann müssen wir hier. Sieht gut aus. Dann gucken wir nochmal nach hier. Sieht gut aus. Okay. Ja, gut. So ein bisschen schleifen müssen wir halt. Die alle hier mit dem Bus fahren wollen, so mittags. Also gut, die sind, glaube ich, an der einen Schule eingestiegen, viele. Aber es ist trotzdem ist gut besucht. Zumindest lohnt sich das hier, ne? Dafür, dass ja ein 2-Stunden-Takt herrscht auf der Linie. MCD-Busmann hätten sich jetzt wieder beschwert. Ich sehe das schon. Sagen sie alle, Mimimi, der Bus kommt so selten. Wie ich so denke, also teilweise ein solider Stundentakt und zur Hauptverkehrszeit eine halbe Stundentakt, das ist ja also auf dem Land dann schon doch sehr luxuriös. Was das angeht, also da ist das fast schon das Höchste der Gefühle. Hier kommt es alle 2 Stunden. Das scheint ja dann. Scheint ja trotzdem für die Leute irgendwie attraktiv zu sein, damit zu fahren. Ja. Vielleicht geht es aber auch einfach an diesem unfassbar tollen und geskillten Busfahrer, der hier heute auf der Fahrt unterwegs ist. Das ist bestimmt wie so eine. Es gibt doch immer so ganz spezielle Fahrten, so Abschiedsfahrten oder so erste Fahrten von irgendwas. Da ist doch irgendwie immer ganz viel Tamtam drin. Da fahren ganz viele Leute mit. Und heute ist bestimmt irgendwas Besonderes. Und genau diese Fahrt hier irgendwie ein ganz krasses Ding ist. Oh. Zum Beispiel diese Baustelle. So. Feststellbremse stehen wir ein bisschen. Motor würde ich mir jetzt nicht trauen. Also da weiß ich auch nicht, wie lange wir stehen. Also ob das irgendwie jetzt Sinn ergibt oder nicht. Also mit dem Holz ist ja mal irgendwie cool. Naja, ist noch ein bisschen. Ach guck mal, da kann ich ja mal ein bisschen hier mit der. Ich kann ja mal meine Drohne rausholen. So, hier da Omsi Presentation Tools. Ich habe das schon mal vorgestellt. So, ist halt hübsch, ne? So, hinter mir da Kollege da, so. Auch wenn die Ampel so ein bisschen stört, ne? Auch nicht 10 von 10 Fan von, aber das wird schon irgendwie. Irgendwie wird das passen. Da. Hübsch, hübsch. Ist grün. Da sollte ich wirklich nicht mehr aus F2-Sicht fahren. Warum ist denn der Bus so voll? Es ist ja. Da würde sich im CD-Bus-Mensch auch wieder alle beschweren. Wobei, die stehen einfach alle. Gut, das haben wir viele Stehplätze definiert. So, hier ist doch schön komfortabel, ne? Hübsch, hübsch.
Ja, da kann man einfach schon ausrollen hier. So, irgendwas mit Weggrund, okay. Der Rosshof. Da werden wohl Pferde sein, vermute ich mal, ne? So dem Namen entsprechend. So, einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Schön über die Wiese und Felder. Ah, ja, ja. Ach, Rauschborn war da. Genau, aber irgendwie, also ich muss sagen, diese Ansagen, die reißen mich ja wieder komplett raus. Also ich bin ja auch menschlich ein riesengroßer Fan von Computeransagen. Das ist alles 10 von 10. Ja. Fantastisch. So. Gab aber wahrscheinlich nicht viel anderes hier, ne? Dass die Ausschreibung für die Linie gemacht wurde, dass hier mal ein Taktfahrplan herrscht, dass mal alle paar Stunden wirklich ein Bus kommt. Da gab es wahrscheinlich kein Geld mehr, um irgendwie jetzt gescheite Ansagen zu machen. Herrscht aber Computeransagen, sind was Gescheites. Nein, ich bin da aber noch kein Fan von. So, das hier sieht doch noch Ausbau aus, ne? Da ist aber niemand. Muss nichts ausgebaut werden. Auch nicht schlecht, achso, das wollen wir daher von da. Das könnte sonst ein wenig eng werden, geh. Achso, muss ich links? Ah, danke, das wollte ich wissen. Ich habe nur den Fall nichts gesehen. Oh ja, wenn wir links müssen, wird schon irgendwie passen. Es gibt nichts zu sehen. So. Ja, das ist schlecht. Die kommen aber sehr fix an. Nee, nee, nee. Das ist jetzt problematisch. Ich fahre mal. Der biegt links ab. Das ist ein Problem. Ja, okay. Manchmal warten die irgendwie doch. Aber das Ding ist, wenn das gerade ausgefahren wäre, dann wäre mir halt vollkommen die Seite gerauscht. Deswegen... Ja, dann mit dem Abbiegen so Hauptstadt aussieht. Dann nach Bürgerhaus oder alles andere. Müssen wir uns gleich mal entscheiden. Oh, da ist ein Auto gespawnt. Das ist irgendwie... Ah, Bürgerhaus, okay. Dürfen wir gleich nach links. So, Hallöchens miteinander. Ja, alle raus, ne? Macht's gut. Hier über die Straße laufen, ist gefährlich. Ja, gut. Das Bürgerhaus. Oh, so ein leckerer, saftiger Burger. okay. Gar kein Problem. So, Fußgänger. Ah, die laufen da hin. Okay, da war der Pfad. So, nicht Salz, Bürgerhaus. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen, Ausstieg in Fahrt richten. Und dafür sind jetzt zwei Leute eingestiegen. Und dafür sind da jetzt Leute eingestiegen. Ja, klar, natürlich. So, raus mit euch. Hallo. Ja, Fahrplan, danke. Um Sie, ihr müsst aus... Ich habe 47 Minuten Pause. Könntet ihr bitte aussteigen? Ich habe Pause. Hallo. Dankeschön. Ja. Ja, ganz ehrlich, das... Ja, und das funktioniert wie... also die Fonts sind's nicht. Hätten wir das schon mal rausgefunden. Naja, was es auch nicht ist, ist, dass das Video weitergeht, denn das ist nämlich zu Ende. Ich sag ein ganz herzliches Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss.